Die Sperrstrafe gilt für alle Pflichtspiele, das heißt Meisterschafts- und Pokalspiele. Bis zum Ablauf der Sperrstrafe ist der Spieler auch für alle anderen Pflichtspiele seines Vereins gesperrt. An Freundschaftsspielen kann er aber teilnehmen. Alle Spiele, die angepfiffen werden, also auch die, die zum Beispiel abgebrochen werden, können zur Ableistung herangezogen werden. Kommt ein Spiel jedoch aufgrund eines Nichtantritts oder witterungsbedingten Spielausfalls gar nicht erst zur Austragung, kann dieses auch nicht zur Ableistung dazuzählen. Nach Freundschaftsspielen werden Zeitsperren festgesetzt, die sich auf den gesamten Spielbetrieb erstrecken. Das heißt also Spiele der ersten Mannschaft, der zweiten Mannschaft, einer eventuellen Reservemannschaft oder AHA-Mannschaft sowie Freundschaft- und Pflichtspiele, die eventuell in den Zeitraum fallen können. Nach schweren Vergehen mit Sperrstrafen über 12 Wochen werden Zeitsperren festgesetzt, die sich auf den gesamten Spielbetrieb erstrecken. Entsprechend können diese auch noch erhöht werden, wenn die verbandsspielfreie Zeit dazwischen fällt. Wird ein Spieler in Folge 2 auf Verwarnung mit der gelb-roten Karte des Feldes verwiesen, so ist er für das nächste Pflichtspiel, also Meisterschafts- oder Pokalspiel der Mannschaft, in der das Vergehen begangen wurde, gesperrt. Bis zu dieser Ableistung ist er für längstens 10 Tage auch für alle anderen Mannschaften seines Vereins gesperrt. Wenn ein Spieler während einer laufenden Spielsperre den Verein wechselt, so berechnet sich die Restsperre nach den Pflichtspielen der klassenhöchsten Mannschaft des aufnehmenden Vereins.